Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um ihren Arbeitsplatz nicht fürchten müssen, haben sie anders Feierabend als Selbstständige. Weil sie haben nie wirklich Feierabend. Moment, also jetzt, man muss das nicht so hochstilisieren. Ich kann freimachen, wann ich will. Ja. Und ich sage jetzt mal, ja, also wissen Sie, die Unternehmer, die, also wer zu mir sagt, er müsse 20 Stunden arbeiten am Tag, der tut sowieso nichts. Ja. Wissen Sie, weil ich sage jetzt mal, es gibt's nicht. Ich habe ein freies Leben, ich kann arbeiten, wann ich will. Und wenn ich sage, ich wäre jetzt abends noch 2 Stunden im Betrieb, dann ist das mein Hobby. Und ja, ich gehe ins Betrieb, und weil ich da gerne reingehe und weil mich das interessiert. Nicht, weil ich noch arbeiten muss. Und wenn ich noch arbeiten müsste, hätte ich einen Fehler gemacht, weil das müsste normal tagsüber erledigt worden sein. Und wenn ich das nicht merke, dann muss ich es halt abends selber machen. Aber ich sag mal, man muss die Unternehmer nicht so in Schutz nehmen. Nein, aber ich habe doch beide Berufe. Ich werde ja regelmäßig bezahlt vom Bundestag und dann bin ich Anwalt. Und beim Anwalt hängt es immer davon ab, welche Aufgaben ich übernehme, welche Aufträge. Ich bin da im Denken nicht ganz so frei wie in der anderen Tätigkeit, stelle ich fest. Ja, Moment, aber Sie sind jetzt natürlich Anwalt, auch schon an einem reifen Alter. Ich benutze ja einen Anwalt praktisch nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. Ich weiß. Also ich sag mal, ich meine, und Sie machen sich ja die Arbeit auch selber. Wissen Sie, bei mir gibt es einen Mietvertrag und der darf nicht mehr als 1,5 Seiten sein. Da steht drin, wann es beginnt, wann es anfängt, was er zu zahlen hat und fertig. Und dann, wenn ich diesen in der Mall of Berlin sind wir Mieter, wenn ich diesen Mietvertrag lese und der ist von einem Anwalt gemacht, dann frage ich mich, ob der noch ganz gebacken ist. Ja. Da weiß ich am Anfang nicht, ich weiß gar nicht, was da alles drinsteht. Aber lieber Herr Grupp, Sie haben noch nie einen Mietvertrag von mir gelesen. Ja, das meine ich. Würde ich ihn machen lassen, weil der auch 1,5 Seiten ist. Das sind die allgemeinen Bedingungen, die man unterzeichnen muss, wenn man irgendwas kauft von 14 Seiten, kleinstgedruckt. Die haben eine Meise. Und deshalb sage ich, also die Anwälte, aber das machen die natürlich, weil je mehr Seiten es sind, desto mehr können sie dafür verlangen.